Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, heute leider komplett in Regenform draußen. Also wenn ich so bei mir aus dem Fenster raussehe, strahlender Sonnenschein und ich glaube 23 Grad oder so. Wunderbares Wetter zum Rausgehen, wirklich perfekt. Und hier düstere Wolken und Regen. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auf die Quest, die wir machen können. Und zwar mit Mushu. Da haben wir jetzt noch, ich glaube, zwei Quests übrig, die wir noch machen müssen. Ich schau mal eben, das irritiert mich immer. Ich habe die zwar selber dahingestellt, aber ich denke immer, ja doch, Level 7 und 10 müssten das dann sein. Ich denke immer, dass er hier sitzt. Obwohl ich die selber hingestellt habe. So, er wird mir jetzt wieder nicht angezeigt. Hoffentlich kann ich meiner Familie mit meinem Aufenthalt hier Ehre erweisen. Ja, erweist mir doch mal die Ehre, dass Mushu wirklich da ist, wo mir angezeigt wird. Jetzt wird er mir gar nicht mehr angezeigt. Na super. Hä? Mushu, altes Haus. Steht aber drin im Haus. Ich hasse diese Bugs. Da ist er. Oh, im Schlamm zu trainieren. Dann bringen wir das jetzt über die Bühne. Gameplayerin, genau dich habe ich gesucht. Ich habe eine wichtige Frage bezüglich einer Veranstaltung für das Dorf. Ist alles in Ordnung? In Ordnung? Okay. Es ist besser als in Ordnung. Ich will eine Party schmeißen. Mir gefällt, wohin das führt. Ich wusste, es würde dir gefallen. Also, ich habe über vieles nachgedacht. Mulan und ich wieder im Tal. Du hilfst uns mit dem Vergessen. Es läuft wirklich gut hier. Ich finde, das muss gefeiert werden. Ich habe sogar schon einen Ort dafür ausgesucht. Triff mich in den Vitalisminen. Dieser Regen ist nicht gut für meinen Feueratem. Vitalismin. Ja, kein Problem. Da reisen wir direkt mal hin. Ja, die sonnige Ebene bei mir sieht natürlich immer noch nicht so sonnig aus. Außer hinten die Ecke, die man jetzt leider wegen dem ganzen Nebel hier nicht so richtig sieht. Wo Nala und Simba wohnen. Das sieht richtig gut aus. Aber der Rest, naja. Mushu. Hey, schön dich zu sehen. Lag ich richtig? Ist der Ort perfekt, oder was? Es ist ein bisschen wie in einer Mine, ja. Zum Feiern, tja. Also wenn hier überall Lichter hinkommen, dann wird es bestimmt nicht gut, nicht schlecht aussehen. Ich liebe ihn. Ich wusste, du würdest es verstehen. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Dekorieren anzufangen. Ich will, dass alles genauso ist, wie ich es mir vorstelle. Also sollte ich jetzt loslegen. Tu mir einen Gefallen und liefere die Einladung an unsere zukünftigen Gäste. Und an wen? Oh, dieses Dorf ist nicht bereit für den gigantischen Mushu. Dann bringen wir das jetzt über die Bühne. Da stand gerade... Ah, raus. Jetzt kann ich es machen. Ich wollte gerade sagen, da stand gerade nämlich immer noch, ich soll mit dem sprechen. Okay. Simba stand drin, Mirabelle, Mulan und das Biest. Simba ist natürlich gerade nicht in der Nähe. Das Biest läuft mal wieder hin, wo es will. Vielleicht kann ich den ja noch den Weg ab... so. Was war das denn gerade? Ach so, ich dachte, das wäre ein Affe. Ich dachte gerade ernsthaft, das war ein Affe. Ich wollte gerade sagen, wo kommt der denn auf einmal her? Das war Woody. Es tut mir leid. Ich kann noch nichts dafür. Ich wusste es doch nicht. Ihr seid beide zusammen. Das ist gut. Moment. Hä? Wieso? Ach so, er hat diese täglichen Quests. Ja, lauf mir nicht weg. Du bist mir zu schnell. Könntest du mir einen Gefallen tun? Bitteschön. Ich tue dir einen Gefallen, indem ich mir selber einen Gefallen tue und die Sachen ausliefer. Oh, ist das. Normalerweise fühle ich mich auf Partys nicht wohl. Aber Mushu hat so viel für mich getan. Ich werde anwesend sein. Gehab dich wohl. Schön. Dankeschön. Mirabelle. Mach dir mal ein bisschen den Weg frei, oder auch nicht? Nee, das wollte ich nicht. Ich habe jetzt dreimal schon auf das Ding hier gedrückt, aber egal. Ja, möchte ich. Ich bin so froh, dass du hier bist. Oh, ich liebe Partys. Natürlich mache ich mit. Oh, vieles an diesem Valley erinnert mich an zu Hause. Mulan und Simba. Moment, Mulan, ist sie noch zu Hause? Ich guck mal eben. Natürlich ist sie nicht zu Hause, sobald man irgendwo einen Ort verlässt, ne?
Mulan und Simba. Wer von euch ist schon wieder am Futtern? Hier kann man... Achso, Simba ist hier unten. Ah. Ah, bleib stehen, Simba. Ich sehe, wenn du dich versteckst. Ich habe meinen... So viel Regen und ich mein Inkognito-Strahl hier eingestellt. So, bitteschön. Für dich. Da kommt das Biest schon wieder. Das stalkt mich. Hallo. Eine Einladung für mich von Mushu. Ich freue mich immer, wenn ich mit meinen Freunden Spaß haben kann und eine entspannende Zeit habe. Ich werde auf jeden Fall dabei sein. Bis bald. Tja. Hi Ariel, du bist leider nicht eingeladen. Es tut mir leid. Ich würde euch alle einladen normalerweise, aber... Hä, wo ist Mulan jetzt hin? Bin ich blind, bin ich doof oder bin ich beides? Also ich würde jetzt spontan sagen, ich bin alles zusammen, aber... Hä? Ist die auf einer... Ach! Ha! Ha! Ich wollte gerade nur fragen, ist die auf einer anderen Insel oder was? Nein, nicht weglaufen, Mulan. Bleib stehen. Bei Fuß. Das fand sie lustig. Das ist immer gut. Mushu hat mir von seiner Party erzählt. Ich habe mich schon gefragt, wann er die Einladungen verschickt. Danke, dass du mir meine mitgebracht hast, Gameplayerin. Ich werde da sein. Ich muss los. Mach's gut. Okay, dann geh mal. Berichte Mushu über seine Gäste. Ist der noch in der Höhle? Nein, natürlich auch nicht. Da, 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 da. Nicht abhauen, Mushu. Bleib stehen. Dann bringen wir das jetzt über die Bühne. Du bist wieder da, Gameplayerin. Wie ist es mit den Einladungen gelaufen? Wirklich gut. Was jetzt? Jetzt müssen wir noch ein paar große Dekorationen für draußen herstellen. Ich habe diese Drachendekorationen entworfen. Du stellst einen Kopf und einen Schwanz her und fügst dann so viele Mittelteile hinzu, wie du willst. Bitte? Würde es dir dann etwas ausmachen, ein paar herzustellen und sie dann im Tal zu verteilen? Ich denke, sie würden auch vor der Mine toll aussehen, um den Eingang zu schmücken. Aber du bist die Dekorationsexpertin. Das überlasse ich dir. Ich muss mit Remi über das Essen reden. Ich will nur das Beste für meine Partygäste. Ich komme, ich komme. Heb dir deinen Applaus auf. Mhm. Kopf des Drachen 2, Körper 3 und 2 Schwänze. Ich dachte, es soll so ein Drache wie er sein, so ein Luftdrache. Nicht. Okay. Nee, Moment, die Werkbank ist hier oben. Jetzt ist die große Frage. Was brauchen wir, um das Ganze herzustellen? Die Frage macht mir gleichzeitig auch ein bisschen Angst. Okay, Goldbarren, kein Thema. Ziegelstein habe ich gerade erst noch gekauft. Natürlich auch noch Rubin, aber gut, da haben wir auch noch ein bisschen mehr von. Das ist nicht schlimm. Moment, 2 Köpfe war das, ne? 2 Köpfe, 3 Körper und 2 Schwänze, glaube ich. Das habe ich mir warum auch immer gemerkt. Und... Nein, jetzt habe ich nur einen Schwanz gemacht. Ne? Nein, wo ist der hin? Oh, wieso kann das dann nicht wenigstens, bis ich hier rausgehe, da oben bleiben? So viel Regen und ich habe keinen Schmuttelschirm. Da. Oh, seit wann kann ich ein altes Kanu machen? Das sieht ja cool aus. Danke, Leute, ich bin noch den ganzen Abend hier. Und ich vergesse noch, im Keller Trinkgeld zu geben. Und das war's von meiner Seite. Wenn du nicht bald abhaust oder die Klappe hältst, dann tackere ich dir den Schwanz an den Hintern. So. Sonnige Ebene. Ich würde sogar sagen, da ja die Party stattfindet, sehe das bestimmt ganz gut aus, wenn wir da den ganzen Drachen hinmachen. Frage ist nur, wie sieht der überhaupt so aus, ne? Und wo machen wir den hin? Das ist auch noch so die Sache. Als Dekoration ist er schön und gut, aber man könnte jetzt sagen, dass man den vom Weiten quasi sehen muss. So. Warum man dreimal den Körper gemacht hat, habe ich keine Ahnung. Obwohl, naja gut, wenn man hier nochmal den Körper hinstellt... Ja, so sehe das schon ganz gut aus.
Ist nur ein bisschen schief. Aber stört sich keiner dran, dass das schief ist, oder? Sieht ein bisschen komisch aus. Aber gut. Den Rest machen wir natürlich zu Mulan. Moment. Körper des Drachen. Ich musste nur zwei machen. Hä? Stand da nicht eben noch drei? Habe ich mich jetzt verlesen? Oh, ich bin so doof. Och Mann. Na gut, aber ich stelle das jetzt trotzdem irgendwie noch hier so. Ich glaube hier. Hier glaube ich. Ich glaube hier glaube ich. Hä? Och nö. Ich habe den nur zweimal gemacht. Ich denke, ich habe den dreimal gemacht. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich will den dreimal haben. Leute, so geht das nicht. Ich muss mir noch mal einmal den Körper klauen. Das geht so wirklich nicht. Das ist, ich meine, abgesehen davon, dass der Drache natürlich total dämlich aussieht, so wie der jetzt hier steht. Möbel. Ich habe den doch eben dreimal hergestellt. Ich bin doch nicht... Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier tue. Gut. Wir setzen den Körper dann nochmal eben hier hin. Achso, nee, so. Sieht nur so ein bisschen blöd aus mit der Dekoration hier, mit den... Die müsste man eigentlich da hinten hin machen. Ich muss mal gucken, ob ich das mal ändern kann gleich. Erstmal müssen wir natürlich den Drachen hier vervollständigen. Jetzt habe ich wieder zwei. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ist eigentlich egal, wie man das hinstellt, weil das steht immer gleich. Komisch. Naja, gut. Dann stellen wir den jetzt so ein bisschen... So, den noch ein bisschen näher dran. Ja, machen wir es mal ungefähr so. Das sieht schon... Man weiß auf jeden Fall, was das sein soll. So. Das ist schon soweit okay. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Ich weiß, ich hasse sowas immer im Let's Play zu machen. Aber das fängt da hinten schon an. Muss mal eben gucken. Ist ein bisschen blöd wegen dem Stein. Ach, der Stein geht auch direkt weg. Das ist sehr schön. Vielen Dank. Dann machen wir es nämlich so, dass da hinten quasi so die Ecke beginnt. Und dann sieht das hier auch ein bisschen schöner aus. Dann kann man sich hier auch die Bäume besser angucken und so. So, kehre in die Mine zurück. Machen wir doch glatt. Auch wenn ich irgendwie einen Körperteil mehr gemacht habe. Aber ich habe es jetzt, glaube ich... Ja, ich hatte hinten zwei hingestellt und hier eins. Genau. Das habe ich dir jetzt alle zumindest hingestellt. Ja, mein Gott. Da ich es eh schon mal gemacht habe, warum nicht? Och, sogar mit Deutschlandfarben dekoriert. Oh, ist das schön. Kann man hier... Moment. Ah, das ist schön. Das ist schön. Wie mache ich nochmal UI? So. Nein. Wieso habe ich die jetzt wieder angemacht? Ich habe doch nur E gedrückt gerade. So. Genau, guck mal in die Kamera. Das sieht gut aus. Ich meine, ne? Fußball ist jetzt schon wieder vorbei und alles, aber das sieht trotzdem immer wieder gut aus, so mit Deutschlandfarben dekoriert. Was ein bisschen komisch ist, weil das ja eigentlich ja hier japanische Ecke ist. Aber darf ich den Gong läuten, Mushu, bitte? Hey, schön dich zu sehen. Alles, also gut. Wir sind fast so weit, dass das Fest beginnen kann. Oh, willst du dich schick machen? Alles in Rot und Gold würde passen. Warum müssen die anderen sich da nicht schick machen? Würdest du danach die Ehre erweisen und den riesigen Gong da drüben läuten? Ja, das wäre ein toller Auftakt für das Fest. Ich bin raus. Muss ich mich umziehen oder optional kleide dich für das Fest? Ich habe mich doch extra schon so schön angezogen hier. Moment, ich guck mal spaßeshalber. Spaßeshalber, da gibt es doch noch ein Oberteil von, oder? Ist das nicht sogar hier aus Mulan? Das ist nicht aus Mulan, glaube ich. Das ist hier von...
Oder ich mache das Kleid. Das würde auch passen. Das ist dann nicht so japanisch. Das sieht schon eher so ein bisschen japanisch aus hier. Beißt sich allerdings total mit meiner Haarfarbe. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Was haben wir denn sonst noch? Ich mache den Spaß mal mit. Deswegen, ich guck mal einfach hier durch. Vielleicht haben wir Glück und wir machen gleich noch ein Foto. Deswegen muss ich dann natürlich auch dementsprechend toll aussehen. Das wären dann die passenden Stiefel dazu, aber da man die ja jetzt eh nicht sieht. Sonst haben wir hier echt gar nichts. Ganz ehrlich, da ist ja nichts von elegant oder so. Nicht im Entferntesten. Also das hier, finde ich, sieht zumindest ein bisschen japanisch aus. Die einzige Alternative, die ich sonst noch nehmen würde, wäre das hier. Wobei das Rapunzels Kleid ist. Also würde das wahrscheinlich eher nicht passen. Ja, mein Gott, ich mache das jetzt aber nicht mit vier Sachen. Ich mache das nur, damit das schön aussieht. Leute, den Gong. Das machen wir jetzt. 3, 2, 1. Meins. Hey, schön, dich zu sehen. Ja, dieses Fest findet statt. Warte nur, bis du die von mir geplanten Aktivitäten siehst. Eine Schnitzeljagd mit roten Säckchen, ein Kochwettbewerb und ein besonderes Partyspiel. Eine Schnitzeljagd mit roten Säckchen? Ja, wo Mulan und ich herkommen, ist es eine wirklich wichtige Neujahrstradition. Ja, wir sind doch nicht im Neujahr. Rote Glücksumschläge mit Geld darin zu verstecken. Es ist ein Zeichen des Wohlwollens und ein Wünschen von Reichtum. Deshalb möchte ich diese besondere Tradition in Streamlight Valley bringen. Ich habe rote Säckchen in der Mine versteckt. Wenn du sie findest, darfst du behalten, was drin ist. Das ist cool. Kriege ich dann Geld? Ein Kochwettbewerb? Ja, ich habe ein Rezept für Sesambällchen. Es ist ein Wettbewerb und gleichzeitig eine Belohnung. Ziemlich cool, oder? Ja. Ein besonderes Partyspiel? Genau, es basiert auf einer Frühlingsfesttradition aus meiner Heimat. Wir füllen diese großen Behälter mit Samen und versuchen sie mit Stücken aufzubrechen. Die Samen mit Stücken aufzubrechen, oder? Die Samen öffnen sich, was gutes Wetter für die Wachstumsperiode bedeutet. Ach so, die Samen aufbrechen mit Stücken, okay. Mein Spiel ist genauso, nur dass der Behälter mit Süßigkeiten gefüllt ist. Ah, und warum hast du nicht die Kleine eingeladen hier, Vanellope? Mushu, ein Ding, das mit Süßigkeiten gefüllt ist und das du auf einer Party kaputt machen willst, das klingt irgendwie wie eine Pinata, so wird es ausgesprochen. Noch nie davon gehört, aber klar, wir können das so nennen. Oh, und es passt besser auf das Schild als besonderes Partyspiel. Okay. Bei den Frühlingsfesten sind unsere Pinatas normalerweise wie Bauernhoftiere geformt, aber ich habe meine wie ein Feuerwehr geformt. Hey. Du weißt schon, damit die Süßigkeiten schön glitzern und funkeln, wenn sie herausfallen. Ich bin bereit für alles. Hey, alles klar. Viel Spaß, Gameplayerin. Ich mische mich jetzt unter die Leute. Muss ich das jetzt auch kochen? Achso, jetzt habe ich das erste angenommen. Moment. Finde die roten... Hallo, nicht alles wegmachen. Finde die roten Säckchen in der Vitalismine. 7 Stück. Ich frage mich nur, warum... Oder woher der jetzt die Drachen hat. Weil ich habe die doch selber gemacht. Oh, die liegen hier einfach so rum. Okay. Mulan, warum genau hast du eine Angel in der Hand? Oder sollen das die Pinatas vielleicht später mal werden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich schaue mich mal so ein bisschen um hier. Da ist noch ein Säckchen. 2. Da ist eine Pinata. Ach, ja, die hängen hier überall, so wie es aussieht. Nee, das ist nur die Dekoration, oder? Das sind keine Pinatas. 3. Hab ich hier gerade was glitzern sehen? Das war nur das Feuer, ne? Okay. Dann gehen wir noch tiefer in die Höhle. Da hinten liegt noch eins. Da liegt keins, wenn ich das richtig sehe. 4. Diese Dosen hier. Ah.
Habe ich die schon mal gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich mach mal eben... Ich weiß, das nervt euch. Ich mach mal eben hier so ein kleines Erinnerungsbild da dran. Weil ich mir nicht sicher bin. Ich glaube, ich habe die schon mal gesehen. Aber, oder irgendwas lag da mal. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Wieso habe ich die jetzt immer noch in der Hand? So, das war Nummer 5. Ich weiß auch nicht, ob wir damit schon mal eine Quest hatten. Weil mittlerweile habe ich so viele Quests hier drin gemacht, dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was ich alles gemacht habe und was nicht. Also das meiste zumindest nicht mehr. Was machst du denn hier? Suchst du nach deinem Spezialrezept oder... Hier sind auch nochmal Dosen. Aha. Okay. Also die Dosen hier vorne habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Es kann natürlich sein, dass die von den Bergarbeitern waren. Weil hier, na gut, hier steht Alkohol, eine Alkoholflasche. Ein altes Rätsel, was immer wieder neu gefunden wird und wo ich immer wieder neu drüber nachdenke und wahrscheinlich schon 10-mal gesehen habe oder sowas. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir nehmen das hier auch mal eben mit, weil da war jetzt gerade ein Edelstein drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Einer fehlt mir noch, was soll das? Kommt der jetzt auf den... Ah, hier. Ich wollte gerade sagen, kommt der jetzt auf den Weg zurück oder was? So, meine ich doch, das ist nämlich in der Nähe vom Eingang. Es tut mir leid, Simba, ich muss hier mal durch. Dann koche Sesambällchen. Kann ich das hier machen? Ich nehme mal an, ne? Ja. Achso, Moment, halt, stopp. Sesambällchen. Da ist das Rezeptbuch. Bin mir nicht sicher, ob ich das nicht schon freigeschaltet hatte, aber... da. Aber sicher ist sicher. So. Sesambällchen habe ich anscheinend... Ja, habe ich wirklich schon mal freigeschaltet gehabt. Hallo? Gib Mushu einen Teller mit Sesambällchen. Ach, das ist ja toll. Aktive Aufgabe. Dass man das gar nicht angezeigt bekommt und dann einfach noch da steht, dass man das kochen soll. Also immer mal umschalten, wenn ihr sowas habt. Na, wie schmecken sie denn schon? Hey, du hast die Sesambällchen gemacht. Lass mal sehen. Die sind perfekt gut gemacht. Hier hast du sie wieder. Lass sie dir schmecken. Und nicht vergessen, meld dich mal. Ja, ich melde mich mal. Was ist denn hiermit überhaupt? Mushus Pinata Extravaganz. Achso, das ist die komplette Aufgabe. Machen wir erstmal die kleine hier. Finde und zerbrich die Pinatas in der Vitalis Mine mit deiner Spitzhacke, 3 Stück. Und sammle die Süßigkeiten, 10 Stück. Okay, also ich weiß immer noch nicht so genau, warum die da hinten mit Dings stehen hier. Aber mit der Spitzhacke, ja gut. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn natürlich schon mal kaputt machen können. So, Süßigkeiten haben wir schon alle. Aber kaputt machen müssen wir noch ein bisschen. Oh, ich hoffe, ich kann die Süßigkeiten behalten. Das wäre nämlich genial. Weil so viele Süßigkeiten finde ich ja leider nicht im Tal hier. So, fasse mit Mushu die Party zusammen. Wieso soll ich die zusammenfassen? Ich kann einen Bericht erstatten, ob es mir Spaß gemacht hat, aber zusammenfassen. Dann bringen wir das jetzt über die Bühne. Ich habe mich wieder selbst übertroffen. Diese Party war episch. Du weißt wirklich, wie man eine Party schmeißt. Oh, ja. Danke. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Oh, ja. Weißt du was? Ich fühle mich so gut, dass ich wünschte, wir könnten für immer daran festhalten. Ich habe etwas, das uns genau das ermöglichen kann. Halt still, Mushu. Wir sprechen uns später. So. Mach ein Foto von Mushu beim Fest. Ah, das muss aber dann in die Richtung irgendwie sein. So. Wo ist mein Gong, wenn ich ihn mal brauche? Hallo? Das ist gar nicht mal so ein schlechtes Bild. Ich würde sagen, das können wir sogar nehmen.
fürs Cover. Ist nur ein bisschen dunkel halt, ne? Oh, das ist großartig. Jetzt werden wir uns immer an unser erstes gemeinsames Fest erinnern. Ich will nicht sentimental klingen, aber es war wirklich schön, mit dir Zeit zu verbringen und zusammen die Party vorzubereiten. Ich verbringe auch gerne Zeit mit dir. Lass uns das bei Gelegenheit wiederholen, okay? Ich hoffe, du hattest Spaß, Gameplayerin. Bis bald. Komm schon, gönn dir eine Runde Applaus. Ja, und da hat er direkt die nächste Quest. Aber die können wir jetzt im Moment noch nicht machen. Also könnten wir schon, machen wir aber nicht, weil wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und in der nächsten Folge sehen wir dann die nächste Quest von Mushu, vorausgesetzt, dass er nicht komplett abhaut und ich ihn jetzt erstmal durch die halbe Höhle jagen muss. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.